Moin, Macronium 7 hier, Magic Mystery Awesomeness. Diesmal mal wieder mit einer schönen E-Bike-Vorstellung. Wir switchen gleich um. So, wir haben hier das brandneue SUV Starkbike, wie ich das nenne, 5.0. Ich zeige das mal ganz kurz. Das Schöne an diesem Bike ist, es sieht zwar aus, wie als ob man damit in der Stadt, als ob man in der Stadt fahren könnte, was natürlich auch geht, aber das ist auch ein super geiles Mountainbike. Meiner Meinung nach ein mega geiler Allrounder, aber ohne Kompromisse. Jetzt werde ich aber sagen, warum. Erstens, wir haben hier eine mega geil verstellbare Anzeige. Damit können wir das Ding auch komplett hart machen, so dass das nicht im geringsten federt und so weiter. Oder es ist super cremig weich. Dazu haben wir genau im Hinterrad ebenfalls diese Technologie am Start. Da ist eine kleine Taste. Moment, ich zeige das mal. Und zwar hier, wenn ich die jetzt umlege mit einem Klick, dann ist es hart und federt nicht mehr. Einmal, zack, man fühlt es und es federt wieder richtig geil. Wir haben ordentliche Verstärkungsstufen. Die erste Stufe merkt man fast überhaupt nicht. Erst ab der dritten kriegt man eine ordentliche Beschleunigung bis zu circa zu 15 km/h. 4 und 5 geht auf die 25 zu. Es ist ultra angenehm und es ist sogar ein Farbdisplay. Ihr seht, es sieht auch richtig hübsch aus. Wir haben hier eine kleine Bedienung am Start. Hier können wir natürlich die Gänge logischerweise runter machen und hoch. Je nachdem, wie die Verstärkungsstufe ist, verändert sich dann auch die Farbe. Aber, was auch ganz geil ist, in der niedrigsten Stufe, die sehr angenehm ist, haben wir jetzt noch eine Range mit 93% von 201 Kilometer. Auf 2 haben wir 103. Auf 3 haben wir nur noch 72. Moment, habe ich Hallos? Genau. Und bei 4 haben wir eine 50er Range und bei 5 der allerhöchsten Stufe haben wir eine 36. Ich bin damit schon gerade einen Berg hochgefahren und es ist ultra angenehm gewesen. Hier haben wir natürlich auch Licht am Start. Das Licht ist richtig gut. Wir können dann mit dieser Taste hier einen Scheinwerfer anmachen, der für weiter weg ist und so weiter. Und also sowas wie die Autos haben halt. Weitlicht und also Fernlicht und ein normales Licht. Ich halte das jetzt gedrückt und das Licht geht aus. Übrigens hinten auch sieht das sehr, sehr geil aus. Da ist auch ein integriertes, viel stärkeres Bremslicht, was man denn sehen kann. Mit einer sogar einer Leiste am Start. Alles ist ultramassiv gebaut worden. Wir haben Schutzbleche, die wirklich Bleche sind, ja. Allerdings liegen wir hier auch bei einem Preis von über 3000 Euro, ich glaube 3700 oder so. Das muss man aber auch ganz klar dazu sagen. Hier natürlich auch extra hier für diese Taschen, die man rechts und links machen kann. Wir können das mit 25 Kilogramm belasten. Das steht auch drauf und so. Ansonsten ist alles massiv gebaut. Wir haben hier zwar nicht diesen Carbonriemen am Start, aber meiner Meinung nach ist das hier viel, viel angenehmer sogar, weil wir haben wirklich Gänge, wo du ganz langsam treten kannst, auch wenn du zum Beispiel 30 km/h fährst. Und das ist natürlich, wenn man schon Schwung hat, eine ganz gute Sache. Das ist von Profit das Bike, wie man sehen kann. Hier, guckt euch an, die Bremsen. Die Kenner unter euch wissen sowieso, wenn ich mich nicht irre, haben wir hier diese Shimano-Schaltung. Also ich habe überhaupt keine schlechte Erfahrung gemacht mit noch nie irgendwas von Shimano. Also das benutze ich schon seit über 20 Jahren knapp, also wo ich schon klein war und das war immer mega geil. Wir haben einen AEG-Motor und wir haben einen richtig fetten Akku. Der hat irgendwas mit über 700 und was war das? V46, also der hilft einem wirklich krass nach oben. Ja, wer so eine Freak-Statistiken haben will von so High-End-Leuten, der kann sich ja noch andere Sachen angucken und so. Aber ich bin halt nur ein ganz normaler Typ, der sich nicht so sehr für die Zahlen interessiert, sondern die Power, ja. Und wir sind jetzt gerade hier, wo sind wir eigentlich gerade? Wo sind wir gerade?
Wir sind gerade in Rüdersdorf am Start und hier ist ein schon steiler Berg gewesen. Das kann man jetzt nicht sehen, aber ich bin schon in Stufe 4 ganz, ganz, ganz easy hochgekommen und hatte dann nicht im geringsten irgendwelche Probleme. Also hier kann man auch super geil verstellen, hoch und runter, und gleich zeige ich die Sattelfunktion. Freunde, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Hier auf der linken Seite haben wir einen Schalter und ich habe keine Ahnung gehabt am Anfang, wofür ist dieser Schalter? Ich habe es nicht gerafft. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Könntest du mal bitte das Handy... Warte mal. Nee. So. So, ich bin wieder am Start. Bin ich scharf? Einfach nur mit dem Kopf nicken? Bin ich scharf? Mit dem Kopf nicken? Gut. Ich fülle mal ganz kurz vor. Also hier schon ganz gering. Ist wirklich krass, Alter. Und jetzt hier liegt der Schalter. Was macht der Schalter aus? Das ist geil. Ich zeige jetzt mal ganz kurz. Moment, lass mal ein bisschen mit der Hand. Das ist vor allen Dingen diese Prize ohne Ende, Alter. Wir können hier ultra bequem am Start sein. Ihr seht auch von da hinten schon die Federung. Die ist wirklich der Hammer, Alter. Ich zeige das mal ganz kurz. Halt mal drauf, ja? Warte. Ja, das ist wirklich super. Ich habe das getestet mit an und aus. Ja, und das ist wirklich der Hammer, ohne Witz. Gerade Strecken, sehr, sehr, sehr geil. So, ihr habt jetzt also gesehen, diese geile, überraschende Dingens, also für so Strecken, die wir hier haben, wie diese Teerstrecken und so weiter, die wirklich gerade sind, da machen wir die Federung weg, dann haben wir auch extra Power nochmal am Start, aber für alles andere, wenn wir im Wald sind, machen wir einfach wieder Open Digger, vorne und hinten, und haben dann wieder unseren Luxus am Start. Schön ist auch, wenn ich zum Beispiel Kollegen anbiete, mit dem Rad mal kurz zu fahren oder so, und das ist ihnen zu hoch eingestellt, dann setzen die sich drauf, machen den Arsch hin und machen im Nachhinein den Schalter so, dass man dann dementsprechend die perfekte Höhe haben kann. Es ist wirklich ein mega geiles Bike. Wir haben natürlich auch diese Scheibenbremsen am Start vorne und hinten. Die sind ultra leicht zu bewegen, aber Bremsen wirklich absolut phänomenal. Ich komme. So, und jetzt geht's. Das Rad stellen wir als nächstes vor. Das war das, was ich als erstes besessen habe. So, wir werden jetzt noch mal schauen. Da sieht man diese unglaublich... Also wir haben jetzt zwar sehr viele Schrauben, wie man sehen kann. Hier diese Verbundstücke. Aber ihr fahrt wie auf Wolken. Man spürt absolut gar nichts. Also, wir haben natürlich auch diese dicken, fetten Reifen hier am Start. Ich habe die erstmal auf 3 bar gestellt, knapp, weil ich nämlich nicht wusste, wie hart man die aufblasen kann, weil ich nämlich vorne und hinten tatsächlich nicht sehen konnte auf den Reifen, bis wann man die aufpumpen darf. Also, auf dem Zettel stand, dass ich irgendwo das sehen kann, aber ich sehe es auf den Reifen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal. Hier haben wir eine 2,3, 29,2,3. Vielleicht kann mir jemand da draußen helfen. Ich habe das auf 3 bar aufgepumpt. Vielleicht darf man die nur auf 2,3 machen. Das weiß ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Hier steht es auch dran. Ja, dann sind die vielleicht ein bisschen zu hart aufgeblasen. Man muss immer schauen. Auf jeden Fall fahren die mit 3 auch mega geil. Also, so, das war's jetzt erstmal. Das war, beziehungsweise ist,
Ist übrigens ein weicher Sattel. Ja. Wie gesagt, ich fahre jetzt noch gerade rum. Mir kommt es vor, als ob der so gut wie gar keine Energie verbraucht. Weiß ich jetzt nicht. Also wie gesagt, der Akku ist unglaublich stark. Und bei vielen Strecken, vor allen Dingen, wenn es nicht krasse Höhen gibt und so, dann fährst du halt auf 1,2 und dann brauchst du nicht mehr. Und dann kommst du ja über 1 bis 200 Kilometer vom Fleck. So, auch die Pedalen sind hier sehr, sehr schön. Die sind auch schön abgerundet und so weiter. Sind aus Metall. Das merkt man auch. Haben eine wirklich gute Qualität und so. Und das ist das Stark 5.1 SUV-Bike. Ordentlich stabil und so. Da kann man wirklich nichts sagen. Der Akku wiegt übrigens knapp vom Feeling her, als ich den in der Hand hatte, sowas um die 4 Kilogramm oder so. Ja, und man kann übrigens das Rad, wie gesagt, wenn das komplett, ich zeige das mal ganz kurz, wenn das komplett ausgeschaltet ist, die Steuerung, das sieht man hier, kann man das Rad natürlich auch, wie gesagt, ohne die Hilfe fahren. Und das Gute ist halt, dass es sich dann fährt wie ein normales Rad, weil ihr eben diese krasse Gangschaltung am Start habt. So, und wenn ihr eine Treppe hoch macht, und das habe ich getestet, das könnt ihr auch easy im Plattenbau die Treppe hochbekommen. Es quietscht dann halt, weil die dicken Reifen dementsprechend ein bisschen durchdrehen bei den Treppen. Aber ihr kommt, wenn ihr diese Taste hier gedrückt haltet mit dem kleinen Männchen, kommt ihr tatsächlich easy eine Treppe hoch. So, wir haben hier auch noch ein Informationsmenü, wie man sehen kann, mit Motorpower. Die maximale Dingens und was wir bis jetzt geschafft haben, die Kalorien, die wir verbraucht haben und so weiter, die Trip-Time und so weiter von Minuten und die Batterietemperatur, wie man sehen kann, 18 Grad und so. Also das ist auf jeden Fall absolut geil. Auch die Lichter sind ordentlich stark. Die sind allerdings nicht austauschbar, stand zumindest in der Anleitung. Also ich kann das jedem empfehlen. Wie gesagt, es kostet knapp 3.400 bis 3.700. Müsst ihr mal gucken, ob ihr eventuell ein Angebot findet. Auf jeden Fall ein Top-Rad für die Stadt, indem ihr die Federungen deaktiviert. Oder aber für den Wald mit maximaler Federung oder hier bei diesen Steinchen ist auch ultra angenehm. So, McLaren 7 Magic Mystery Awesomeness. Peace.